Am 25. März erscheint endlich der 7. Teil der legendären Siedlerreihe. Schon im Vorfeld gab es viel zu sehen zu Die Siedler 7, doch wie eine richtige Multiplayer-Session abläuft und wie viel Spaß dabei das neue Siegpunktesystem bringen kann, darüber wurde bisher nur wenig berichtet. Genau darum haben wir vier Blue Byte-Mitarbeiter gegeneinander antreten lassen und hier ist das Ergebnis. Ja, hi, ich bin der Dennis. Ich bin Lead-Tester bei Blue Byte, das für das Siedler 7 Projekt. Tester bin ich schon seit fast 2,5 Jahren und ich werde heute hauptsächlich die Kirchentaktik, also die Wissenschaftstaktik, verwenden, weil ich denke, dass ich damit sehr schnell große Vorteile zielen kann und den anderen Spielern schneller einen Schritt voraus sein werde und demnach den Sieg für mich einheimsen kann. So, hallo, ich bin Christine. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr bei Blue Byte im Game Design und meine Taktik für heute ist, ich werde auf Stronghold und Trader gehen und werde versuchen, unseren Cheftester, den Gustav, platt zu machen heute. Ich bin Volker Stuckmann. Ich arbeite hier bei Blue Byte als Game Designer und habe vor ungefähr einem Jahr hier angefangen. Und meine Taktik wird heute ganz auf der Kirche beruhen. Ich werde mich auf die Forschung konzentrieren und so versuchen, meine Widersacher fertig zu machen. Hi, mein Name ist Gustav Pavlou. Ich bin seit einem halben Jahr hier bei Blue Byte. Ich bin Gameplay-Tester. Und meine Strategie wird sein, erstmal zu gucken, was die anderen machen und dann den bestmöglichsten Weg rauszusuchen, um sie fertig zu machen. Ich habe geholt, das ist ein dynamischer Siegpunkt, manchmal kriegt man das gar nicht so mit, weil man am Anfang des Spiels überhaupt